einen wunderschönen Willkommen zu einem weiteren Ründchen Mafia, die definitive Edition. Ja, wir machen einfach da weiter, logischerweise, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar ein Ausflug aufs Land. Und ich glücke da fortsetzen. Ach ja. Naja, fortsetzen. So. Oh, stimmt. Triff Frank draußen. Jo, nun. Weißt du, es tut gut, Sarah endlich wieder lächeln zu sehen. Ja. Das ist schön. Hier drüben haben wir irgendwas. Warte mal. Luigi, Sarah hat diese Bücher an Marge ausgeliehen. Bitte gib sie unserem mit unserem Dank zurück. Ach so. Okay. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Ich glaube, wir können auch hier hinten Frank, einfach durch. Ja. Er kommt zur Werkstatt hinter der Bar. Ja. Er wird gleich da sein. Ja. Klar, aber nach oben brauchen wir nicht gehen. So. Klar. Och, ist das ein Sauwetter. Damals hat der Boss mit Peppone gearbeitet. Und wir wurden gerufen, um jemanden auszuknipsen. Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind noch mal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Pauli bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug. Direkt aus Kanada. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Pauli überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto von Ralphie und triff Pauli am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Klar, Frank. Kein Problem. Gut. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Eine Kiste ist für den Don reserviert. Fahre zu Salieris Lagerhalle. So, mein Freund. Späte Arbeit? Ich schlafe, wenn Frank schläft. Mann, er hält uns auf Trab. Morello hat die Finger überall sonst drin, Ralph. Aber der Schnaps ist unser Gebiet. Irgendwo müssen wir vorne sein. Nun, ich richte nur die Autos, Tom. Hab die Kennzeichen nochmal getauscht. Vorsichtig bleiben. Na, los. Wir sehen uns morgen. Okay. So, dann schauen wir uns erstmal nochmal um hier, ob wir irgendwas finden, was wir einsacken können. Irgendwas Geheimnisvolles. Da drüben ist noch was. Aha. Ach so, das war seine Mom. Das haben wir schon gesehen. Wenn der Sturm nicht durchpfeift, schlafe ich einfach heute Nacht hier. Okay. Gut, ich nehme das... Nicht das Auto. Ich dachte, ich nehme das Auto. Ich glaube, ich nehme das Auto. Da steht Fahre, ne? Oh. Wo, vorsichtig, vorsichtig. Und schon verbogen. Oh, warum dreht der so doll durch? Wow. Auf jeden Fall steuert sich das besser als bei L.A. Noir. Aber das war ja ein Bug eher, ne? Aber es scheint relativ realistisch zu sein. Oi. Na, das wird nachher eine Flucht. Können wir einen anderen Sender machen hier? Ah, viel besser. Aber immerhin hier, 70 Meilen schon drüber, ist sagenhaft.
was zwischen den Missionen in der Garage aus dem Kapitel 4 vorbeischauen. Okay. Oh, es tut mir leid. Ich wollte die Bar... Nein. Alles gut. Ich wollte das nicht kaputt machen. Ich fahr weg. Ich war gerade abgelenkt. Ich musste auf mein Handy gucken, eine Nachricht lesen. Okay, ich sollte da mal gucken. Oh, meine Maus war aus dem Bildschirm raus. Vorsichtig. Oh, nee, schießen will ich auch nicht. Kann ich die wieder holstern? Ja, so. Nicht, dass wir an der Polizei vorbeifahren. Bam, 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 bam. Uiuiui. Na, einmal hatten wir so einen schönen Flitzer. Nicht den Rennwagen, sondern eine andere schnelle Maschine hatten wir. Die war richtig gut. Die lag wie ein Brett und war schnell. Uiuiui. Ach so. Boykottiert? Das mit dem Rennen meintest du? Na, da hatte ich ja die schnelle Maschine. Ach, da hätte ich nochmal... Ach, kann man da nachträglich nochmal hinfahren, ja? Ich weiß gar nicht, ob man hier zwischendurch Dinge tun kann, abseits von der Mission. So wie bei L.A. Noir, dass man einfach fahren und fahren und fahren kann. Und Dinge tun kann. Wo fahren wir hier überhaupt hin? Ja, das hatte ich ja beim letzten Mal mit dem Rennen, mit dem Racer. Aber gnadenlos abgezogen, die anderen. Gnadenlos. Los, Tom! Hey! Vorsicht, Kumpel! Bin gerade erst getrocknet. Tut mir leid. Ich mag dir nicht. Ja. Es gab hier schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Für Schuhscheiße und Selbstgebrannten. Das ist eine ganz einfache Nummer. Mhm. Die Jungs beladen die Trucks und wir kommen direkt zurück. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Ah, triffst du Sarah später? Nachtschicht mit Luigi's kleinem Mädchen. Du bist lustig. Beschützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Lass es, Pauli. Ach, komm schon. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Ihr heiratet und sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Auf mich wartet nur eine Couch. Na, besser ist das. Ich mag den natürlich. Was sie für Geschichten über ihren Paps zu erzählen hat. Luigi war mal ein eiskalter Killer. Keine Ahnung. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um mir nicht so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Dann stehst du nie als Lügner da. Mann, du solltest sie heiraten. Verdammt! Sam sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. Zieh nicht gleich den Schwanz an, mein Freund. Der wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Wenn dieser Mistkerl besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug ruiniere, dann bringe ich ihn um. Hier. Nur falls Frank recht hatte. Ich hol die Jungs und kümmere mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Ich gehe vor, ist klar. Ja.
Ich muss immer vorgehen. Lade, lade. Okay, das funktioniert noch. Das geht doch hier nach hinten los. Hallo? Jemand hat heute hier gewartet. One quarter out of work. Ein Viertel arbeitslos. Regierungsbericht deutet auf andauernde Wirtschaftsflaute hin. Die bisherigen Maßnahmen konnten den wirtschaftlichen Absturz nicht bremsen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 25%. Zwangsvollstreckungen von Farmen liegen auf einem zweijährigen Höchststand, während Kleinbauern gegen die finanziellen Härten und die Staubstürme in High Plains kämpfen. Der Präsident schlägt als Reaktion neue Gesetze vor, um das Bankensystem zu stabilisieren. Vor allem die Banken. Immer die Banken. Schön Deckung suchen, ne? Der Typ, der sich drum kümmern soll, tut nicht mal so, als würde er es tun. Oh, sehr schön. Der Effekt ist wirklich gut. Hier stimmt was nicht. Vermisster Farmer, tot aufgefunden, Lost Haven, das Jahr 17. Juni oder was auch, Illinois, 17. Juni. Harry Smith, der 2 Monate lang als vermisst galt, wurde heute vom Leichenbeschauer von Lost Haven offiziell für tot erklärt. Die erfolglose Suche des Vaters des Farmers gemeinsam mit Nachbarn war vor einigen Wochen eingestellt worden. Die grausame Entdeckung des Toten machten Kindern im Wald in der Nähe der Cops Farm, als sie dort nach Pilzen und Bären suchten. Die Todesursache geht dazu geklärt, da Mr. Smith sich offenkundig erhängt hat. Er hinterlässt seinen betagten Vater. Wahrscheinlich hat er es freiwillig. Und das. Och, sowas kann ich nicht leiden. Nicht Tiere, bitte. Wer erschießt denn einen Hund? Eben. Das hat mich schon in The Last of Us 2 gestört. Ich weiß, dass es ein spielerisches Element ist. Dir. Ja, das ist ja auch ein Versteck, ne? Das ist ein spielerisches Element, ist aber doch Tiere, bitte. Zigarettenbilder. Carlo Falcone. Da drüben haben wir Licht. Ich gehe mal hier von hinten rein, ne? Da ist der LKW. Wo zur Hölle versteckst du dich? Das sagt, glaube ich, keiner. Ich denke mal, das ging vorrangig darum, das Spiel auch der aktuellen Generation wieder nahe zu bringen, weil die alte Fassung eben halt kaum spielbar ist. Ne? Oder schwierig. Viele wollen einfach bloß reinpacken, das Spiel starten und los geht's. Okay, hier haben wir Heilung. Ich befürchte, wir werden sie brauchen. Die Grafik ist ein Traum. Also Hut ab, haben sie gut gemacht. Ah, der sieht ein bisschen tot aus. Eieiei. Kopfschuss. Hey, Kumpel! Oh Gott. Waffe fallen lassen. Du zuerst. Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Dann eben auf die harte Tour. Also gut. Hierher! Ich hab ihn festgenagelt! Er hat mich festgenagelt. Oh, Maschinengewehr. Wo sind meine Freunde? Eieieiei. Da drüben ist Heilung, ne? Deswegen mache ich den Spaß hier bloß. Eieieiei. Wer kommt denn hier noch alles? Wa.
Wie viele Kugeln frisst du? Einer ist noch da. Einer war noch da. Untersuche den Hinterhalt. Ah, okay. Kanadisches Telegramm eingetroffen bei 99 Cox Boulevard, Ottawa. 1. Februar 16 Uhr. Kanadische Nachbarn treffen am üblichen Ort. Onkel ist froh, dass das Geschenk unterwegs ist. Das war eine Falle. Ach hier. Nichts hier fühlt sich richtig an. Wo sind eigentlich meine Kumpels? Da! Ich bin's, Tom! Pauli! Warum dauert das so lange? Wir haben Sammy gesucht. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Kanadier. Ich wette, der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten im Matsch. Gott. Cops. Das sind Cops, Tommy. Na toll. Ich das wissen. Cop-Killer. Hab keine Marke gesehen. Hab nichts gesagt. Stehen auf Morellos Gehaltsliste. Der Bastard. Nicht mehr das konnte er uns lassen. Tom. Wir müssen Sam finden und verschwinden. Ich wollte noch untersuchen hier. Moment, ich will untersuchen. Wir haben noch nicht fertig und. Ah, okay. Oh. So viel Diese dazu. Diese Kerle sind verdammt hart. Das müssen Cops von der Grenzkontrolle sein. Mist. Die sind schwer bewaffnet. Dagegen sind sie vom Lost Heaven PD Pazifisten. Oh. Oh, ich glaube, die behalte ich. Dann haben die sich hier drin versteckt die ganze Zeit. Guck mal, hier können wir reingucken. Cops Farm, 9 Uhr, County Road Richtung Norden, 2 Meilen, bei Tankstelle rechts, Schild Richtung Damm folgen, 1 Meile, dann links nach Brücke. Das war früher Elvira. Ein Stück Papier. Ich denke mal, ich werde danach Mafia spielen, aber auch die Definitive Edition, falls es kein Problem darstellen wird. Mafia 3 habe ich ja schon gespielt, ist ja bei mir auf dem YouTube-Kanal, deswegen wird das nicht nochmal kommen. Gut, wir durchsuchen die Farm, wir finden Sam und verschwinden. Noch jemand? Wir legen sie um. Kapiert? Ich glaube, Sam ist nicht. Was ist hier passiert? Bestimmt Farbe. Es muss Farbe sein. Tommy! Oh. Das musst du dir ansehen. Ja! Sieht aus, als hätten wir die Kanadier gefunden. Siehst du Sam da drin? Nee. Sieh sich das einer an. Arme Kerle. Personenbeschreibung: Joseph Tremblay, Flaschenabfüller, Winnipeg, Kanada, 1899 geboren, graue Augen, rote Haarfarbe. Ja. Und wie war denn das Werfen? Warte mal, ich muss mal gucken, wie das Werfen war. Die Steuerung ist sehr seltsam, weil man sie nicht einstellen kann. Vielleicht kommt das später nochmal. Beziehungsweise man kann nichts doppelt belegen. Also die Sachen, ich hatte es irgendwo hier probiert, das geht nicht so einfach. Kontern, Kuh, Nahkampf, Karte, nein. Waffen, Schießen, Nachladen, Wurfgeschoss. G. G ist das, okay.
Achso, das war ja das hier. Ja, das stimmt, es war zu repetitiv. Dafür war es halt weitaus offener, gefühlt zumindest. Ich glaube, das ist der bessere Weg, oder? George, ich weiß aus sicherer Quelle, dass Salieris Whisky-Übergabe heute Nacht stattfindet. Unser gemeinsamer Freund will, dass kein kanadischer Fusel mehr in die Stadt gelangt. Sei mit deinen Männern um 21 Uhr bei der Farm, über die wir geredet haben. Warte die Nacht hindurch und sag den Jungs, sie können die Samthandschuhe ausziehen. Sie können als Dank für die Reise nach Süden etwas Fusel heimbringen. So. Ja, die Grenzpolizisten machen Morellos Drecksarbeit. So, dann werden wir uns mal ein bisschen schleichend fortbewegen. Hier drüben! Oh, hier ist ein... Ich glaube, das ist nicht gut hier. Ich hätte meine Schrotflinte behalten sollen. Hier ist eine Schrotflinte. Danke. Das hätte schnell schief gehen können dort. Okay, die liegen da so rum. Was soll die Kiste hier? Na, wo ist er denn? Oh, warte mal, hier ist Munition. Dankeschön. Was haben wir hier? Erstmal lesen. In der Hitze des Gefechts wird gelesen. Farmverkaufsplakat, öffentliche Versteigerung. Nach der Findung der Cops Farm und der Zwangsvollstreckung des Geschäfts J. Smith & Son durch die Grand Imperial Bank Lost Haven werden am Dienstag, den 1. August 1932, Vermögensgegenstände bei einer öffentlichen Auktion verkauft. Aber hier ist Munition. Moment, ich brauche erstmal... Hammer. Dann nochmal einmal heilen. So... Ich glaube, mit der Schrotflinte, Aua! Ey! So, wo sind noch welche? Okay. So, mal gucken, ob Sam überlebt hat. Hoffentlich. Gott sei Dank. Wir müssen zu ihm. Ihr bleibt hier und passt auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Außer uns. Da dürfte aber auch gar keiner drin sein, oder?
der schöne Anzug. Hey, Polly. Sammy. Oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Hab was abbekommen. Oh Mann, so? Da ist so viel Blut. Ein Kratzer. Kannst du laufen? Nein. Nein, ich denke nicht. Okay, 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 okay. Halte durch. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, hey. Du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitzschnell. Okay. Das ist doch ein Medizinschränkchen. Scheiße! Hey, alles wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar haben wir das. Och nö, nein! Na toll. Wo sind all die Kerle hergekommen? Papi, knall sie ab, Tom! Hier ist Endstation, Freundchen. Okay, tschüss. Was? Komm, Tom, mach sie alle! Ja doch! Ja doch! Da unten ist nochmal Heilung. Das brauchst du lange zum Nachladen. Oh, ich bin gleich tot. Ich könnte auch warten, bis sie... Ich könnte es auch abfackeln. Was? Da war keiner abgeknallt worden. Hilf mir, Tom! Ja doch! Ich bin verletzt. Warte. Gott, tut das weh! Ja, das tut weh. Ja, ich brauche auch Heilung. Kleinen Moment. Danke. Munition. Keine dabei für mich. Hier ist was dabei. Sehr schön. Weil da wird es bestimmt gleich weitergehen, oder? So, jetzt gucken wir erst nach Sam. So, Sam. Scheiße! Wo ist der verdammte Truck? Na toll. Scheiße, da sind Bullen! Na toll. Oh mein Gott, was ist da passiert? Oh, kommt da noch mehr? Okay. Ich glaube, ich spiele auf Mittel, ne? Nur mal so. Oh Gott. Tony und Donny auch? Ja. Gottverdammtes Massaker. Wie geht's, Sam? Naja, halbwegs stabil. Ich hol ihn. Bleib wachsam. Ich brauch den Arzt, Polly! Zum Glück gab's noch keine Funkgeräte zu der Zeit, oder? Oder doch? Okay. Wir fahren dich wieder zusammen. Ich darf fahren, richtig? Oh oh. Oh! Polly! Noch mehr Gesellschaft! Okay. Alter! Und ich soll fahren! Nee, doch nicht. Munition und Thompson sind da hinten irgendwo. Wenn sie hinter uns sind,
Verpasst du ihnen eine Ladung? Lass sie bloß nicht an uns vorbei. Ach du Harry. Das ist ein Mörderding! Wo zur Hölle kommt der Truck her? Ja, er ist tot! Halt die Abkommen! Los, gib ihm! Kann ich die Reifen abschießen? Gute Nacht, Arschloch! Tommy! Einen hab ich! Schön auf die Räder! Verdammt, wo kommt die bloß her? Sie sind dicht hinter uns! Ich weiß doch, dass die da sind! Oh, oh. Haben wir sie abgehängt? Zwei Streifenwagen! Verdammt, wo kommen die bloß her? Sie kommen näher! Oh, wie viel frisst der denn? Schlimmer noch! Beschuss von der Seite! Oh, verdammt! Sie sind zu nah, Tom! Sie kommen näher! Das Teil fällt auseinander! Ich kann ja... jetzt... Du hast sie! Weiter, Tommy! Da kommt ein Kratfahrer. Moment, Vorsicht! Was? Nicht so lange nach. Pauli, wir müssen hier weg. Boah, hab ich schusssichere Westen an oder was? Ich kann nicht. Das Ding wird gleich. Pauli, da ist. Ah, so geht's auch. Ich kann auch was bauen. Oh. Scheiße! Oh, nee, nee. Die Geschützlampe, wenn das Feuer kurz stoppt. Jetzt, schieß endlich! Jetzt, Tommy! Sie lagen nach! Oh, oh. Ich glaube, das wird nichts. Leg ihr Geschützlarm, wenn das Feuer kurz stoppt! Sie lagen nach! Na toll. Jetzt, Tommy! Ich bin doch gleich wieder hin. Schieß jetzt! Das ist unsere Noch mehr? Ich auf die gepanzerte Frontscheibe! Ich hab ne Idee! Na toll. Scheibe! Immer wieder,
Ja, doch! Pauli, los, fängt sie ab! Okay, wir sind da. Tom, du trinkst Sam raus. Ich weck den Doc. Sam! Sam! Geschafft! Wir sind jetzt beim Arzt. Ich schulde dir schon 3. Pauli, was zur Hölle machst du hier so spät? Hey, guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber es gab einen kleinen Unfall. Wir haben Verletzten. Gut, bring ihn rein. Okay, danke. Okay, ich bleib bei Sam. Bring den Truck zurück. Mach Feierabend. Nein, ich warte. Der Doc hat schon genug um die Ohren. Da müssen nicht auch noch wir beide rumschwirren. Geh, Tom. Ich schaff das. Ja. Ja. Dann, Juggernaut. Hey. Du hast dich gut geschlagen. Ach. Ihr habt die Hauptarbeit gemacht. Gut geschlagen. Hey.